er sieht, wie das Gelände um ihn herum aussieht. Und das heißt, wenn jetzt ein Hindernis kommt, wie zum Beispiel dieses Palett hier, dann kann er seinen Schritt anpassen und über dieses Hindernis drüber laufen. Und wir sehen auch, wenn er mal stolpert, er ist extrem robust. Auch wenn ich ihn ein bisschen aus der Balance bringe, dann kann er das ausgleichen. Und wir machen viel Forschung im Bereich Robotik, insbesondere für herausfordernde Umgebungen. Also was wir jetzt hier zum Beispiel sehen, sind Laufroboter. Laufroboter haben den Vorteil, dass sie durch unstrukturiertes Terrain gehen können, kompliziertes Terrain gehen können und im Prinzip überall dorthin, wo es halt für andere Robotik sehr schwierig ist. Wir haben hier auch Varianten mit Rädern zum Beispiel. Da versucht man das Beste aus beiden Welten im Prinzip zusammenzubringen. Hier haben wir sozusagen die Fähigkeit, über Hindernisse zu gehen mit den Beinen, aber dann in Bereichen, wo es flach ist, können wir da zum Beispiel die Räder benutzen, um uns fortzubewegen. Wir arbeiten auch im Bereich Manipulation, mobile Manipulation. Das heißt, hier haben wir sozusagen Roboterarme, die auf dem Roboter noch angebracht sind. Das ist insbesondere wichtig, wenn wir möchten, dass der Roboter während der Bewegung auch noch komplexere Aufgaben erledigt, wie zum Beispiel eine Tür zu öffnen oder ein Hindernis aus dem Weg zu räumen. Man kann den Mond natürlich nicht eins zu eins nachstellen hier, aber wir versuchen, möglichst nahe dran zu kommen. Also der Unterschied auf dem Mond jetzt zur Erde ist beispielsweise natürlich die geringe Gravitation. Es gibt keine Atmosphäre, das heißt, die Wärmeregulierung ist viel schwieriger. Es gibt viel mehr Strahlung, was man berücksichtigen muss bei der Elektronik zum Beispiel. Und es ist sehr, sehr staubig, sandig und steinig, wo sich der Roboter fortbewegen muss. Der Roboter jetzt in der Ausführung kann hier etwa 1,5 bis 2 Stunden rumlaufen. Wenn man das auf dem Mond einsetzen will, adaptiert man das natürlich. Also man würde mit Solarzellen nachladen, man versucht auch, das viel effizienter zu machen. Und weil die Gravitation fehlt, ist die Vorbewegung auch effizienter als hier auf der Erde. Es gibt natürlich gerade in der Robotik sehr speziell auch Wettbewerbe. Wir haben hier zusammen mit einem anderen Institut den Preis gewonnen für die ESA Asterix Space Resource Challenge. Die Aufgabe war hier in einem künstlich dargestellten Mondszenario Ressourcen zu finden. Wir haben uns darauf vorbereitet, indem wir natürlich weitestgehend versucht haben, das Missionsszenario zu replizieren. Einmal natürlich im Aufbau, in der Simulation, aber dann auch mit verschiedenen Feldversuchen, die das gleiche Szenario weitestgehend abbilden. In unserem Fall haben wir uns darauf beschränkt, nur Laufroboter zu benutzen. Aber jetzt geht die Forschung dahin, dass wir mehr heterogene Systeme dazu nehmen können. Wir haben also gesehen, dass halt nicht nur verschiedene Fähigkeiten im Sinne von Instrumenten relevant sind, sondern eben auch, dass das Robotersystem die Möglichkeit hat, zum Beispiel zu kartografieren. Das heißt, dass man die dritte Dimension vielleicht noch versucht dazuzunehmen. Auf dem Mond sprechen wir von einer Verzögerung von ein paar Sekunden. Für die Operation ist das aber schon relativ viel. Also man kann einen Roboter überhaupt nicht einfach fernsteuern auf dem Mond, sondern das verlangt schon ein höheres Level an Autonomie.